Unsere Augen sind den ganzen Tag über im Dauereinsatz und oft durch monotone Lichtquellen geschwächt. Und heute zeige ich euch ein paar Übungen, die müden Augen helfen können. Eine Übung, um die müden Augen zu entspannen, ist, die Handflächen aneinander zu bringen, die Hände zu reiben, bis sie ganz warm werden. Das kannst du ruhig auch zwischendurch machen, wenn du vom vielen Bildschirm schauen müde geworden bist, die Augen müde geworden sind. Die Hände wirklich aufwärmen. Und dann leg diese warmen Hände über deine Augen, schließ die Augenlider sanft und lass die Wärme deiner Hände, deiner Handflächen, die Augenmuskulatur entspannen. Nimm dir einen Moment, auch die Dunkelheit zu genießen. Und dann löse die Hände und öffne wieder deine Augen. Und dann eine sanfte Massage für die Augen. Du massierst mit den Fingerkuppen rund um die Augen. Es sind sanfte Klopfimpulse, die das Gewebe durchbluten, die Augen erfrischen, ein bisschen aufwecken, du kannst auch die Schläfen sanft massieren. Hier, schau immer, was dir angenehm ist. So rund um die Augen, die Wangenknochen, Schläfen und die Stirn, Stirnansatz, Stirnhöhle hier massieren. Und dann leg die Hände ab, schließ die Augen kurz und nimm dir einen Moment, ein bisschen nachzuspüren, die Augen zur Ruhe kommen zu lassen. Und dann öffne deine Augen wieder. Für die nächste Übung bleib einfach im Sitzen. Diese Übung heißt Brahma Mudra und sie hat den guten Nebeneffekt, dass sie außer dem Training für die Augen, das es bewirkt, auch einen entspannenden Effekt auf die Nackenmuskulatur hat. Und das hängt oft zusammen, wenn die Augen angestrengt sind, dass es im Nacken- und Schulterbereich zu Verspannungen kommt und in dieser Übung ist alles abgedeckt. Der Kopf ist ganz gerade und der Blick geht der Nase entlang nach unten. Und wir bewegen den Kopf nun in alle vier Richtungen und zwar ganz langsam. Du blickst der Nase entlang nach unten und dann dreh den Kopf langsam. Der Blick geht immer nach unten, nach links. Bis du zum Limit kommst, dann kannst du den Blick über die Schulter nach hinten nehmen. Dann den Blick wieder der Nase entlang nach unten und den Kopf nach vorne bringen. Und du kannst dir ruhig Zeit lassen in dieser Übung. Dann geht der Kopf nach rechts, der Blick geht der Nase entlang nach unten. Und dann nimm den Blick wieder nach hinten, hinter die Schulter. Wieder nach unten und bring den Kopf zurück zur Mitte. Und jetzt lass den Kopf hoch steigen, lass ihn nicht in den Nacken fallen, sondern heb den Kopf, der Hals ist lang, der Blick geht nach unten, der Nase entlang nach unten. Und dann bring den Kopf langsam nach vorne und jetzt geht der Blick nach oben zwischen die Augenbrauen und das Kinn ist bestrebt Richtung Brustbein zu gehen, so ein langer Nacken. Dann bring den Kopf wieder zur Mitte. In aller Ruhe wiederhole diese Übungen 2 bis 3 Mal.
Und für die letzte Übung, die ich euch zeigen möchte, versuchen wir mit der Perspektive, mit der Scharfstellung der Augen zu arbeiten und so die Augen zu kräftigen. Du hebst eine Hand, ballst deine Faust und hebst den Daumen und dann blick immer wieder auf den Daumen und dann dahinter zur Wand. Daumen, Wand. Daumen, Wand. Dazwischen die Augen kurz schließen, Augenruhe finden lassen und dann öffne die Augen wieder und blick zu deinem Daumen und dann an die Wand hinter dem Daumen und wieder zum Daumen und wieder an die Wand, zum Daumen, zur Wand. Und wiederhole einige Male diese Blickrichtung, das Scharfstellen der Augen. Und dann lass den Arm langsam absinken und wenn du möchtest, schließ die Augen noch für einen Moment. Lass sie Ruhe finden. Und dann öffne die Augen wieder. Diese Übungen helfen deinen Augen zu entspannen. Und vergiss nicht, die Augen dürfen ruhig auch immer wieder mal einen Augenblick lang geschlossen sein.